Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanda quält sich. Ja, und ihr seht's an dem Bildschirm. Rex Ronan Experimental Surgeon ist dran. Sperriger Titel, der Fabian hat sich das gewünscht. An dieser Stelle vielen Dank. Ich bin für Wünsche immer sehr dankbar. Kommt alles auf einer Liste drauf. Das arbeite ich dann immer so nach Lust und Laune, muss ich sagen, ab. Also nicht unbedingt nach der Reihe nach. Und heute hat mich irgendwie dieses Spiel so angelacht. Das ist ja eigentlich so bekannt dafür, dass es auf jeden Fall sehr schräg ist. Ich meine, ich habe auch das mal in irgendeiner Liste schon mal angespielt gehabt. Ich bin mir aber nicht sicher, in welcher, ob es die schlechtesten Spiele waren oder ähnliches. Keine Ahnung, auf jeden Fall danke Fabian für diesen Wunsch. Und wie gesagt, wenn ihr auch einen habt, egal ob 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare. Ich guck mal, wann ich immer dazu komme. Seid bitte drauf gefasst, dass es mal etwas länger dauern kann. Vor allem jetzt, weil ich eher so alle 2 Wochen eine Quetzig-Folge mache. Und ich habe noch genug Material. Aber wie gesagt, genug der Vorlaberei. Ich würde sagen, wir steigen auch sofort ein. Ja, er guckt böse. Er ist ein Chirurg. Er ist Rex Ronan. Auch so ein geiler Name, oder? Es ist so, Männlichkeit, Rex. Aber schauen wir mal, was er kann. So, also, soweit ich die Story irgendwie verstanden habe, seid ihr halt klein und müsst halt in Körperregionen für Zucht und Ordnung suchen. Ja, das sind wir. Lila Anzug. Wir können treten. So einen coolen Roundhouse-Kick, ne? Also, vertraut keinen Chirurgen, wenn der nicht auf den OP-Saal liegt, so. Und er nicht euch mit einem Roundhouse-Kick in die Narkose versetzt, Freunde. Aufpassen. So, dann könnt ihr springen. Ja. Bisschen viel. Aber hey. Denn. Okay. Ah, okay, mit diesem Strahl. Ach, das wird wahrscheinlich Karies sein oder sowas, nehme ich mal an, ne? Ich weiß zwar nicht, warum da jetzt Tor steht, aber das ist halt dieser Reparierstrahl, nenne ich es mal. So. Lässt sich, ja, so rundum. Aber irgendwie, das fühlt sich irgendwie hakelig an. Ich weiß nicht, seht ihr das? Wie immer, meine spielerischen Qualitäten sind natürlich nicht die besten. Das muss ich vorwegschieben, ne? Aber irgendwie, das fühlt sich so ganz hakelig an. Das ist schlecht zu beschreiben. Wenn ich halt in die Richtung drücke, dann ist das nicht sofort da, sondern ich habe das Gefühl, der erkennt auch manchmal so die Richtung nicht so ganz. Guck hier, ich will jetzt hier rechts, ich drücke rechts nach unten. Und das braucht echt lange. Also ich spiele es natürlich mit einem Emulator. Das muss ich natürlich vorwegschieben. Es kann natürlich sein, dass das jetzt im echten Spiel nicht ganz so krass ist. Ja, grafiktechnisch würde ich sagen, müssen wir nicht drüber reden. Das konnte man auf den Super Nintendo eindeutig besser machen. Aber wie gesagt, die Idee ist natürlich sehr interessant. Aber wenn das jetzt das Gameplay ist, dass ich jetzt diese Zähne hier mit dem Strahl reparieren muss. Oder Karies entfernen oder Verschmutzung, keine Ahnung. Okay, dieses hier, da erwische ich jetzt schon mal nicht. Da muss ich wahrscheinlich weiter weg. Also ist die Erkennung komisch. Na komm. Da. Also, es sieht jetzt noch nicht noch nach einer so großen Verletzung aus, dass man da jetzt sich schrumpfen müsste. Ja, hallo, ich will da nach unten. Da ist anscheinend auch ein Gegner. Aha. Ach, das ist ja auch das Problem mal wieder, dass man nicht weiß, was ist hier Plattform, worauf kann ich stehen und worauf nicht. Ja, das liebe ich ja immer in Spielen. Musik ist natürlich... Nein, ich will da nicht hochspringen. Ich wollte einfach nur das Ding hier einsammeln. Guckt euch das mal an. Ich stehe mit dem Kopf in dieser Pille. Ich nehme an, das wird irgendeine Art von Upgrade sein. Und kriegst nicht eingesammelt. Ha! Aber wenn ich da drauf springe... Okay. Ach, jetzt schießt man. Okay, Schuss-Upgrade. Ich will nach... Oh, hier. Ich drücke es gerade nach unten. Also, ich benutze Emulator und eine Xbox One Gamepad. So. Ich drücke nach unten und dann schießen. Warte. So. Warum kann er jetzt nicht nach unten schießen? Jetzt. Im Sprung kann ich nur nach unten schießen. Mit der anderen Knarre. Ach, jetzt kann ich ja aber gar nicht mehr das reparieren. Warte, kann ich vielleicht mit Select hier umschalten? Ja, toll. Hä? Ach, jetzt doch?
Wieso repariert er es den Fleck da jetzt nicht? Und ich kann ja nicht da hingehen, weil ich anscheinend auf diesen Zahnfleisch gehe. Ja, ich gehe auf den Zahnfleisch. Ich weiß. Ich treffe den doch da gerade. Bin ich jetzt so doof? Was piept da denn jetzt? Läuft Zeit ab oder was? Chewing tobacco is not addictive. Aha. Also übersetzt, Kautabak ist nicht suchterregend. Deckt sich das mit der modernen Interpretation? Ich kenne mich mit Kautabak ehrlich gesagt nicht so aus, außer dass es mal ziemlich eklig aussieht, wenn das wer ausspuckt. Aber ich kenne jetzt auch keinen privat, der regelmäßig Kautabak zu sich nimmt. Oder ist das jetzt irgendwie so ein Branding von irgendeiner Firma? So von wegen, hey Kids, Rauchen ist gar nicht so schlecht. Also, ne, Satire, mache ich natürlich nicht ernsthaft. Nicht, dass jetzt einer sagt, der Banda hat gesagt, wenn ich mir hier so ein Olli hier reinziehe. Ich rauche nicht, deswegen kenne ich diese Slangwörter für Zigaretten nicht, entschuldigt. Dann passt das. Nee, habe ich nicht gesagt. Kautabak? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das Springen ist, ihr seht es selber. Es fühlt sich vom Springgefühl, ich weiß, es fühlt sich vom Springgefühl, so an, wie es aussieht. Nämlich sperrig und unnötig weit. Und das Gameplay ist genauso spannend. Leukoplakia heile ich hier gerade. Merkt euch das, Freunde. Wenn ihr Leukoplakia haben sollt, solltet ihr euch einen Chirurgenschrumpfen in die Mundhöhle hineinholen. Und der macht euch dann mit Lasern das weg. Keine Ahnung. Ist das Mundbelag irgendwie so? Und wieso? Wenn es schon hier Ziel ist. Your food will taste better when you smoke? Das meint er ironisch, oder? Sag mal. Essen schmeckt besser, wenn du raus. Ich dachte, das ist doch. Das ist wahrscheinlich hier, dass die Bösen sagen, ne? Aber guckt euch das mal an. Was für eine Hitboxen haben das denn? Wieso erreiche ich das da nicht, dass das hier. Dieser Scheißstrahl. Oder Laserdings. Man kann natürlich auch nicht im Springen schießen, dass man hier eventuell. Okay, ich bin fertig. Habe ich irgendwas gemacht? Oder musste ich gar nicht so viel wegsnöffen? Ich bin mir gerade unsicher, muss ich sagen. Ich bin mir unsicher. Aber das dürften wir hoffentlich noch aufklären, Freunde. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Mode 7. Geile Musik. Ah, okay. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich die Ausgänge fliegen. Oben links. Hä? Da bin ich doch durchgekommen, oder nicht? Wo jetzt? Schon wieder oben? Ich bin doch da durchgegangen. Also so Clipping-mäßig haben die es nicht so drauf. Muss man sagen. Also. Hitboxen. Na komm. Ich hab nach oben gedrückt. Also vom Szenario her mal wirklich was. Ich bin doch da durchge. Vom Szenario ist das ja mal was Interessantes anderes, ne? Geschenkt. Aber. Die Umsetzung. Ich weiß nicht. Und wenn wir jetzt hier gerade durch uns eine Arterie oder eine Vene, Arterie wahrscheinlich eher, bewegen, warum sind da solche Verstopfungen, wo wir durchfliegen müssen? Das ist, ich bin jetzt kein Arzt, aber ich glaube, das ist nicht so gesund. Aber auch das schaffen sie irgendwie langweilig wirken zu lassen. Ich frage mich, warum fliegen hier irgendwie Gegner auf mich zu und ich kann schießen, was total beschissen ist. Ja, keine Ahnung, wo ich, ne, also. Ah, da oben wird ja angezeigt, wo ich gerade bin. Aber frage ich mich, Freunde, wo will ich denn hin? Keine Ahnung, hier ist aber was Ende. Trachea, okay.
Lungen sind wir. Okay. Mal gucken. Und hier machen wir dasselbe. Hier machen wir fucking nochmal dasselbe. Ist das wirklich hier... Und vor allem, wenn das hier Kern-Gameplay ist, sollte man das doch auch einigermaßen vernünftig umsetzen, oder nicht? Hier dieses Wegschießen machen. Und wieso kann ich hier nicht im Sprung schießen, sondern muss immer seine scheiß Hechtrolle machen? Ruhig, Panda. Ruhig. Ja. Achso, hier den Strahl. Es ist komisch, ne? Dass dieser Strahl irgendwie besser ist als das Upgrade. Vielleicht jetzt nicht so technisch. Weil man damit dann diese Dinge viel besser irgendwie reparieren kann. Aber Spaß sieht echt anders aus, Freunde. Spaß sieht echt fucking nochmal ganz anders aus. Aber man, ehrlich gesagt, meine Lust, die schwindet so langsam. Und ich glaube, wir haben auch wirklich einen guten Eindruck über dieses Spiel gehabt. Es ist Mist. Es ist wirklich Mist. Wie gesagt, Grundszenario könnte interessant sein, ne? So Reise ins Innere und sowas mäßig, aber was denn daraus gemacht wurde? Finger weg, Freunde. Aber trotzdem, vielen Dank für den Wunsch, Fabian. Und wie gesagt, wenn ihr auch einen Wunsch habt, ab in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.